Leute, Vlogmas geht heute richtig gut los. Hallo erstmal und auch hallo Jasmin speziell in diesem Fall. Ja, ich habe eigentlich gerade schon die erste Szene mit euch drehen wollen, bis mir dann aufgefallen ist, dass ich anscheinend irgendwann zwischendurch mal an mein Handy gekommen bin und dann hat die ganze Videosequenz nur in HD gefilmt und das geht nicht. Das heißt, ich muss das jetzt nochmal drehen, weil Standard ist halt 4K bei uns, ne? Das wisst ihr ja. Mein Special Guest fehlt noch. Wally! Wally! Komm! Wally scheint keinen Bock zu haben. Der ist nämlich gerade ziemlich genervt von mir. Der kommt nicht so gut damit klar, dass wir jetzt umgezogen sind. Eigentlich wuselt er mir die ganze Zeit hinterher, weil er halt Angst hat, dass ich ihn hier alleine zurücklassen könnte. Also so gerade ist so dieses Bindungsverhalten, Trennungsangst wieder sehr ausgeprägt bei ihm. Und er ist halt mega genervt davon, dass ich ständig von einem Zimmer ans nächste renne, weil wenn ihr euch hier umseht, ist es halt auch noch einiges zu tun. Und es nervt ihn halt, wenn ich was habe in der Hand, vom Schlafzimmer beispielsweise ins Wohnzimmer gehe, er läuft mir hinterher und dann denkt er sich auf dem halben Weg, boah, jetzt dreht die ja schon wieder um. Wally! Komm, Wally! Da bist du ja! Hallo, Wally, wie geht's dir? Hallo, Wally, na? Ja, für ihn ist es alles noch ein bisschen stressig. Gerade auch das ganze Möbelrücken und so, das macht ihn eher Angst, als dass er das interessant findet. Deswegen zieht er sich auch manchmal zurück oder rennt mir dann halt die ganze Zeit hinterher. Es kommt eben ganz drauf an. So, aber weswegen ich zum Beispiel Jasmin heute speziell begrüßt habe, liegt daran, dass ich jetzt soweit eingerichtet bin, dass ich die Adventskalender wieder in den Kartons gefunden habe. Und dann dachte ich mir, wir packen heute mal zusammen Tütchen aus. Und Jasmin wollte auch gerne meine Reaktion sehen. Die ist jetzt natürlich nicht mehr so 1:1, wie sie vorhin war. Aber ich kann euch sagen, ich habe mich trotzdem drüber gefreut. Das hier ist das Tütchen. Und wenn wir das auspacken, wird Wally wahrscheinlich gleich wieder Angst haben und weglaufen. Oder bist du neugierig, Wally? Dann kommt uns zuerst ein Zettel entgegen. Und zwar ein Weihnachtslacher. Möge uns der Adventskalender immer daran erinnern, dass Maria und Josef auf ihrer 24-tägigen Reise nach Bethlehem jeden Tag nur ein einziges Stückchen Schokolade als Proviant hatten. Amen. Da passt ja auch mein Pullover tatsächlich ganz gut dazu. So, und wenn man dann weiter auspackt, dann kommt ein dieser süße Wochenplaner entgegen und über den habe ich mich sehr gefreut. Ich fand es sehr lustig, dass Jasmin hier tatsächlich so meine ganzen Aufgaben aufgeschrieben hat. Sowas wie Türchen öffnen, Vlogmas drehen, auf Adventskalender freuen, Kartons auspacken, Möbel aufbauen. Ich brauche erstmal Möbel, also neue Möbel. Ja, und der Wochenplaner gefällt mir besonders gut, weil der ist relativ klein. Und ich neige ja dazu, mir immer so extrem viele Aufgaben und Zielstellungen zu setzen, an denen man eigentlich nur scheitern kann. Und ich wollte mich ja da eh so ein bisschen zurücknehmen, sage ich mal. Also, dass ich mir am Tag nur 1 bis 3 Ziele setze und dann halt wirklich an denen arbeite. Und wenn ich so überlege, was wir heute so vorhaben, heute müssen wir auf jeden Fall noch meinen Kleiderschrank aufbauen, damit ich die ganzen Kleiderkisten verstauen kann. Da muss ich aber eigentlich gar nicht so richtig mithelfen, weil da bekomme ich Hilfe von Christian und den ganzen anderen Weihnachtswichteln. Und dann wird nachher noch mein Kühlschrank geliefert. Aktuell sind noch 10 Kunden vor uns. Das heißt, wir können auch eine Runde spazieren gehen draußen und dann kriegen wir einen Kühlschrank. Und dann haben wir endlich wieder was zum Rankleben. Also nicht kleben, sondern Magneten. Magneten, ja. Okay, machen wir mal weiter. Hier ist nämlich noch ein bisschen was drin. Ich packe es einfach mal so aus. Wir haben hier noch einen Yogi-Tee. Riecht gut. Dann haben wir noch einen Corny-Riegel. Oder der riecht nicht. Du bist Hunger, mein Kleiner. Hm? Hier so eine Kerze. Eine weihnachtliche Kerze. Das riecht irgendwie nach so einem Räuchermännchen.
Das muss ich nachher mal anzünden. Vielleicht verändert sich ja der Geruch noch. Und das kleine Stückchen Schokolade, was Maria und Josef jeden Tag hatten. Okay, ich sehe schon wieder, wir haben schon wieder viel zu lange gequatscht. Bevor das jetzt ein endloser Laber-Vlogmas-Tag wird, würde ich sagen, Morgan und ich gehen mal spazieren. Dann habe ich noch eine kleine Überraschung für euch und mal sehen, was dann passiert. Stepped into my life, such a magic feeling. We tore down my walls. I wish I could go back to right before you told me. I'd try to change it all. But look at us now, I could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Ja, da steht das gute Stück. Ist ein bisschen groß geworden, oder? Ich sag mal so, ich habe bei dem Kauf ein bisschen langfristiger gedacht. Ich will mir jetzt halt auch nur noch Möbel kaufen, die ich später, wenn ich irgendwann mal beispielsweise einen Partner habe und mit dem zusammenziehe oder eine Familie gründen will. Das wird auf jeden Fall der Kühlschrank sein, der mich dort überall hin begleiten wird. Und deswegen ist er auch ein bisschen größer, als es jetzt eigentlich nötig wäre. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. We're like strangers again. Süßi, was machst du denn da? Du kannst auch nicht ohne mich sein, hm? Hauptsache irgendwie dazugemogelt. Mensch, Wally. Uff, Leute, es ist schon wieder so spät. Wir waren jetzt die ganze Zeit am Ackern gewesen, haben den Schrank aufgebaut, haben das Sofa aufgebaut. Ja, haben den Kühlschrank befüllt. So viel ist da jetzt noch nicht drin. Ich war auch noch gar nicht so richtig einkaufen. Ja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, ich lasse lieber mal die Bilder sprechen für sich und zeige euch einfach mal, was wir heute geschafft haben und wie es jetzt hier aussieht. Fangen wir am besten im Flur an. Ich habe meine Birkenstocks wieder gefunden. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr mit irgendwelchen Latschen von Christian rumlaufen. Hier ist gerade überwiegend alles Müll. Das müsste ich morgen vielleicht mal entsorgen. Dann geht Wally mal bitte zur Seite. Küche ist nach wie vor vollgestellt. Hier steht jetzt der Kühlschrank. Der ist, wie gesagt, noch relativ leer, weil ich ja noch nicht richtig einkaufen war. Da steht jetzt eigentlich nur Zeug drin, was ich halt aus der alten Wohnung noch mitgenommen habe. Aber hier hat sich ein bisschen was getan. Hier sind die Kisten deutlich weniger geworden. Und hier steht jetzt mein Sofa. Und hier steht noch das Billigregal mit dem Spiegel. Genau, und dann habe ich jetzt einfach mal die Lampe hingehangen, damit es ein bisschen entspannteres Licht ist für nachher. Und wenn man jetzt ins Schlafzimmer geht, dann sieht man hier auch, dass es sich ein bisschen verändert hat. Ich habe jetzt hier das andere Billigregal hingestellt. Und da hinter der Tür steht jetzt mein Kleiderschrank. Da ist zurzeit auch alles nur reingewürfelt. Das müsste ich dann die nächsten Tage mal irgendwie sortieren. Hier ist auch jemand richtig geschafft. Molly, das war ein anstrengender Tag für dich. Aber eigentlich ist das da dein Bett. Und das ist meins. Morgen werde ich, denke ich, mal so einen Organisationstag einlegen und hier mal ein bisschen den Müll runterbringen und anfangen, ein bisschen zu sortieren und vielleicht auch den Schrank einigermaßen auf Vordermann zu bringen, dass ich so langsam wirklich die Kisten wegmachen kann und wieder weiß, in etwa wo was liegt. Und ja, dann müsste ich mich eigentlich schon fast wieder um die andere Wohnung kümmern, dass ich die auch fertig kriege. Aber mal sehen, es ist ja zum Glück noch ein bisschen Zeit. Also Leute, wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Bye, bye.